Hier wirkt Berlin besonders modern. Am Potsdamer Platz, genau in der Mitte zwischen West und Ost. Eine große Straßenkreuzung, um die sich Hochhäuser gruppieren. Zahlreiche Motive für Alexander Schippel. Der Berliner fotografiert hier am liebsten mit einer Großformatkamera für gestochen scharfe Aufnahmen. Der 31-Jährige hat einen Bildband über den Potsdamer Platz herausgebracht. Eine Stadt ist lebendig, sie lebt immer. Und ich versuche natürlich auf den Fotos diese Bewegung wiederzugeben. Das heißt also, ich benötige natürlich Autos, ich benötige Menschen. Auch Häuser sind immer leben sind sozusagen nur, wenn auf den Fotos auch Bewegung zu erkennen ist. Und das zeichnet, das finde ich am Potsdamer Platz. Der Kollhoff Tower ist mit 103 Metern das höchste Gebäude am Potsdamer Platz. Unten Büros und auf der 24. Etage eine Aussichtsplattform. Alexander Schippel darf ganz nach oben aufs Dach. Von dort gibt es den wohl schönsten Ausblick über Berlin. Genau gegenüber das Sony Center und das gläserne Bürohochhaus der Deutschen Bahn. Das Licht ist genau richtig. Alexander Schippel baut seine Ausrüstung auf. Bei wichtigen Fotos macht er immer erst eine Polaroid-Aufnahme zur Kontrolle. Der Platz hier oben bietet einen schönen Blick über den Tiergarten und über Berlin, den man so in der Stadt so offen und so frei nicht hat. Heute erinnert am Potsdamer Platz kaum noch etwas an die 20er Jahre. Damals schlug hier der Puls der Stadt. An der verkehrsreichsten Kreuzung Europas brachte Berlins erste Ampel Ordnung ins Chaos. Während der Teilung Deutschlands bietet eine Aussichtsplattform hier freien Blick nach Ost-Berlin. Denn nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist vom Potsdamer Platz nur eine riesige Brachfläche übrig. Und die liegt im Niemandsland zwischen Ost- und West-Berlin. Fast 30 Jahre Dornröschenschlaf. Dann fällt die Mauer im Jahr 1989 und der Platz erhält sein zweites Leben. Dass hier einst eine Grenze verlief, daran erinnern heute noch ein paar übrig gebliebene Mauerteile. Mitte der 90er Jahre. Der Potsdamer Platz ist die größte Baustelle Europas. Besonders beeindruckend die Verschiebung des Kaisersaals, ein denkmalgeschützter Rest vom einstigen Hotel Esplanade. Er stand anderen Neubauten im Weg. Heute ist der Kaisersaal in das Sony Center integriert. Und er strahlt in altem Glanz. Das Forum im Sony Center ist für Besucher Tag und Nacht offen. 7 Gebäude mit Wohnungen und Büros gruppieren sich um den Innenhof. Ein sehr gemütlicher Ort ist es mit der schönen Dachkonstruktion, die den japanischen Vulkanen nachempfunden ist. Und je nachdem, nachts ist die beleuchtet und auch die Sonneneinstrahlen sind sehr schön und lassen sich gut fotografieren. Und deshalb kommt Alexander Schippel immer wieder hierher, zum Potsdamer Platz.